Hallo, ich bin Barbara Iland-Olszewski und ich möchte euch etwas vorlesen aus meinem Buch Tiergeister AG – total abgetaucht. Es geht darin um kleine Geistertiere, die früher mal Haustiere waren. Und jetzt besuchen sie eine Gespensterschule, wo sie von fiesen Gruseltieren das Spuken lernen. Sie sollen nämlich Kinder erschrecken, aber fünf von den Tieren, die haben da gar keine Lust zu, die wollen das nicht. Und die versuchen jetzt abzuhauen. Die Nacht war finster und klar. Endlos viele Sterne glitzerten über dem Wald. Zwischen den Bäumen ragte eine alte Burg in den dunklen Himmel empor. Wie ein grauschwarzer Felsblock stand sie im Mondschein auf einer Lichtung. Am Tag verlor sie ihre Düsternis, dann trauten sich sogar Kinder hinein. Fröhlich liefen sie in das Gemäuer, denn die Burg war dann ihre Schule, St. Edelburg. Aber zu dieser späten Stunde war kein Mensch hier. Tief im Keller waren trotzdem Stimmen zu hören. Tomato Salata, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie wissen, was passiert. Das Chamäleon Plato ließ seine Zunge vor und zurück schnellen. Plato war früher einmal ein Haustier gewesen, genau wie seine Freunde. Der Rauhadackel Arik. Das fusselige Kaninchen Honig. Die Katze Tara. Ja. Und die kleine Wüstenspringmaus Chili. Inzwischen sahen sie alle etwas mitgenommen aus. Ariks Fell war ähnlich verfilzt wie das von Tara, aber er trug noch immer das rote Halsband mit dem Knochenanhänger. Chili hatte ein paar kahle Stellen und vom linken Ohr fehlte ein Stückchen. Honigs Angorafell stand silbergrau zu allen Seiten ab und es knisterte elektrisch. Und in Platos Bauch klaffte ein Loch, durch das seine Rippen weiß leuchteten. Sie waren zu Gespenstern geworden und nachts war die Burg ihre Schule, Spuk-Ekelburg. Vor kurzem hatte Arik im Keller der Burg einen versteckten Tunnel gefunden. Der Eingang war eine Öffnung in der Wand, verborgen hinter einem Regal mit Schülerakten. Arik, Tara, Plato, Honig und Chili steckten nun schon zum x-ten Mal unschlüssig ihre Schnauzen hinein. »Wir wissen doch gar nicht, wohin der Gang führt«, sagte das Kaninchen Honig. Taras Katzenaugen leuchteten abenteuerlustig. »Dann finden wir es raus.« Die Wüstenspringmaus Chili hüpfte nervös vor dem Loch auf und ab. »Uiuiuiui, hoffentlich kennen unsere Grusellehrer den Tunnel nicht.« Sonst haben sie ihn bestimmt mit einem Geisterzauber abgeriegelt, fürchtete Plato. Anders als die Kinder konnten die Geistertiere den Wald nicht verlassen. Ein für die Menschen unsichtbares Netz ihrer Grusellehrerin, der Riesenspinne Modesta, hielt sie darin gefangen. Und die Krakenarme ihres Direktors Kosmas konnten plötzlich überall aus dem Nichts auftauchen, um Ausreißer wieder zurückzuholen. Oh. Arik untersuchte den Eingang. Sieht nicht abgeriegelt aus. Tara setzte eine Pfote hinein. Ich spüre keinen Zauber. Los, traut euch! Sie sprang weiter. Vorsichtig folgte Arik ihr. Seine Pfoten hinterließen verräterische Tapser auf dem Tunnelboden, die nach ein paar Augenblicken wie von Geisterhand verschwanden. Die Käfigtür auf Chilis Schulter klapperte leise. »Nimm mich mit!« Die kleine Wüstenspringmaus hüpfte auf Ariks Rücken. Plato wankte auf seinen Chamäleonbeinen hinterher. »Wartet, ohne euch will ich nicht hier bleiben. Honigs Fell sprühte vor Aufregung glühende Funken. Rasch hoppelte das Kaninchen zu den anderen. Ob sie es wohl aus dem Tunnel schaffen, das verrate ich euch noch nicht. Tschüss, macht's gut.